Da steht ein Auto. Okay, wo? Mit vier Reifen dran. Oh, 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 oh mein Gott. Jackpot. Nein, jetzt wird der Heli-Crash! Was? Wo? Wo? Hier. Miau, Secondary ausgepackt und Vollgas. Miau. Wo siehst du eine Heli-Crash? Das sind Zombies, oder? In der Stadt? Ich glaube, ich sehe da Zombies. Mach dich ready. Könnte auf einen Kampf. Wir könnten auf einen Kampf. Ja, wir könnten auf ein gegnerisches Kommando stoßen. Es sieht so ein bisschen schwarzer Rauch, weil ich sag, dass das eine Heli-Crash ist. Ich geh's voll übersehen. Ja, da du noch lebst, kann es also schon mal kein gecrashtes Auto sein. Die logische Folge daraus ist ein Heli-Crash. Nein! Perry was killed! Nein! Perry! Ey, warte. Guck mal da, wo ich hingucke im Wald. Was ist das? Da sind Zelte, da müssen wir gleich hin. Wenn ja, das ist dann eine von diesen, oh Gott. Ich hab wieder von diesen Zelten mal erzählt. Ja, okay. Ja, werden wir gleich sehen. Glaube ich auf jeden Fall fürs Video. Erstmal schauen wir hier Heli-Crash. Heli-Crash, wir haben hier die immer so belagert. Oh, oh, okay, Zombies. Kannst du die ausschalten? Ja, aber mach das auf die. Oder willst du die einmal weglocken, indem du die in den Wald lockst? Ganz das schnell. Vertrauen. Achtung. Chill. Lauf mal kurz im Kreis. Was willst du denn machen? Peter auspacken. Der Zombie steht vor mir. Ja. Hinter dir kommt noch ein Zombie. So, jetzt schaue ich mal, ob hier los ist. M9SD, okay. Zack. M9SD mitgenommen. Oh mein Gott, das Licht hat sich gerade wegen der Sonne so komisch verändert. G36C Camo mit einem Magazin. L85A2 Holo. Echt, boah, nice. Leider aber keine TWS. Kennst du die noch? Oh, das ist meine Lieblingswaffe. Ich meine, aber da war schon immer ein LKW, nur Zelte gab es da noch nie. Die Zelte sind da neu. Ein kaputter LKW stand, glaube ich, immer da, in dem Wald. Boah, hier erinnere ich mich, hatten wir auch mal einen richtig geilen Kampf gegen einen Bus. Da haben wir so einen Bus gesehen, haben den beschossen, auf einmal steigen da 5 Leute aus. Das war ein Kampf. Ja, wo bist du? Richtung Zelte, kurz vor dem Wald. So, da kommt Perry. Wir sind hier angekommen. Ja, da. Sehe kaputte Trucks, ich sehe einen kaputten Panzer, der ein bisschen hin und her glitscht. Und ich sehe Zombies, ein Haufen Zombies. Ich habe einen Silenced M9 gerade eben gefunden. Hat der Zombie mir natürlich mega viel Life abgezogen. Boah, der hat mir fast 1000 Life abgezogen. Und Painkiller, glaube ich. Pro Schlag 500 ziehen wir. Wie viel? 500 etwa. Echt? Ja. Ich treffe nicht.
Hinterm Panzer ist einer. Ja, den habe ich versucht. Den habe ich einmal angegriffen. Aber gedauert. Achtung, da kommt noch einer. Ja, Leg Spike. Ne, doch nicht. Pack Tent. Oh, die kann man mitnehmen. Camo Attachment. Ja, Mann, das sind die. M9 Silencer. Silencer Attachment. Für die M4A1. Oh, das ist geil. Nimm mich mal mit. Oder, nee, du hattest... Ich trink mal hier was. Ich esse hier auch das Ganze. Hast du schon was eingepackt? Weil sonst würde ich gerne mal eben alles... Scrap Metal ist hier auch. Ganz viel Essen. Ich habe hier nur einmal Essen rausgenommen aus dem Zelt. Okay. Ja, Essen kannst du so viel benutzen, dass du voll bist. Mach ich mich gerade auch. Sollte uns ja auch gut heilen. Also das hier ist so ein Essenszelt und hier, guck mal, was man hier hat. Komm mal eben an das Zelt. Das ist so Camo Attachment. Damit kannst du M4, A1 auf ja, Camouflagefarbe färben. Mhm. Mega geil. Oder G36. Ja. Ich weiß gar nicht, ob das was bringt, die Sachen zu essen. Kannst du hier dir ein bisschen Essen und Trinken mit einpacken? Ich habe auch Rassen im 4A1, nee, ne? Ich habe nämlich auch so einen Silencer für die Waffe gefunden. Double Barrel Shotgun, Füllcan, Sedin. Ein heiliges Buch. Nimm mich mal mit. Box of Matches. Habe ich mir nochmal eine zweite Packung mitgenommen. Was haben wir hier? Blood Pack B Plus, haben wir das schon? Ne, haben wir noch nicht. Doch, haben wir eins. Doch mal kein zweites. Double Barrel Shotgun. Broken Water Bottle. Wieder ein Camo Attachment. Mega lucky, dass wir sowas finden. Wipes. Ah, hier habe ich die Wipes gefunden. Woodpiles? Na, Soda Can. Die nehme ich da mal mit. Morphin. Das ist geil. Blood Testing Kit. Okay, wir wissen ja unser Blut. Brauchen wir ja nichts mehr. Transfusion Kit. Wire Fancy Kit brauchen wir auch nicht. Mega geil. Mega geil gemacht. Ja. Kommt ein Zombie auf uns zu. Okay, können wir eigentlich weg, ne? Ja. Mega coole Sache. Okay, dann lass schnell weglaufen, ja. Bevor die Zombies uns erwischen. Echt mega cool. Holy shit, war da viel. Das, was ich mal mit Bambi gefunden habe, waren halt nur drei Zelte, aber diese, nicht die Zelte, sondern diese pyramidförmigen. Okay. Und das war dann, da war dann auch so ein kaputter Humvee daneben und so. Das ist ja ganz anders als die jetzt hier zum Beispiel. Okay, also gibt es anscheinend verschiedene, ne? Und die sind auch in Wäldern, ja. Das finde ich mega cool. So, Moment, ich habe jetzt mitgenommen ein heiliges Buch. Camo Attachment und Silence. Also wenn wir eine M4 finden, können wir M4 Silence machen daraus. Ja. Ich habe auch so ein Silencer Attachment. Nicht immer mega geil, mega Bock gemacht. Ich habe immer anderen Spielern die Waffen abgenommen. Die hatten immer so voll die seltenen Waffen. Zombies sind alle gespawnt. Okay. Oh, die hatten immer so mega seltene Waffen, die man noch kaufen konnte, also so Messer und so. Habe ich schon immer genommen. Hier ist ein Zelt, können wir mitnehmen. Wenn du genug Platz hast. Ich bin das nicht. Da steht ein Auto. Okay, wo? Mit vier Reifen dran.
Ich habe eine große Gun. Da sind ein bisschen zu viele Zombies für uns. Wir sind gerade jetzt gespawnt. Oh mein Gott, Mutter. Jackpot. Mega viel Stuff in dem Auto. Und ist fahrbereit. Okay, ich guck's mir an. Ich guck eben noch, was hier oben drin ist. Ich glaube nicht, hier ist jemand. Dann sollten wir hier nach Zelten absuchen. Ja, Zelte kann man ja nicht aufstellen. Will ich morgen mal auf den TS gehen, von Admin? Welche Arten mal fragen, wann das gefixt wird. Na, hier oben ist nix. So auf dem größten Turm? Ja, ja. Ich guck nur mal, ob jemand vielleicht auf uns zuläuft. Komm grad auf rein. Da wird geschossen. Schüsse? Zwei Leute, zwei Banditen. Wo? Ich habe leider keinen Kompass. Sind noch außerhalb der Mauer. Bin auch da. Da, genau unter uns. Siehst du die? Nee, wo? Genau unter uns, wenn du hier runter guckst. Oh fuck, schnell nach unten, komm schnell nach unten. Der eine von denen hat nur eine Axt. Wir dürfen nicht das Auto erreichen. Warte, ich schieße. Der ist runtergefallen. Von mir. Pass auf, der eine hatte eine Axt. Siehst du das? Hörst du das? Da, 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 vor die, da, 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 ich sehe einen. Hat eine CZ. Tot. Okay, und dann war da noch einer. Roy was killed. Ich konnte ihn leider nicht. Genau, genau dahinter müsste der auch irgendwo sein. Ja, das ist er. Hast du? Tot. Jo. Nice. Ich hab wieder einen Leg-Spike. Okay. Ich hab noch zwei Schüsse. Ich sehe ihn. Jutta? Also, okay, okay. Ich hab jetzt die SOD in der Hand. Okay. 1185. Ich hab mich ins Auto gesetzt. Oder ich stehe neben dem Auto. Ich gehe mal eben. Yenfield. Oh mein Gott, das ist richtig viel Zeugs. Brick. 5K Wheels. Hm. Oh mein Gott, das ist richtig viel Zeugs drin. Der eine hatte nichts, außer die Enfield und einen Reifen im Rucksack. Der hat eine CZ mit 7 Magazinen. Was hat denn für ein Backpack wäre wichtig, ne? Der hat einen Assault Pack, denn beide so kleine. Okay, Toolbox. Der hat eine DMR Mac im. Nimm ich mir mit. Die Waffen, sollen wir die schnell ins Auto packen? Ja. Der hat zwei Beefsticks mit. Achtung, kommen ein paar Zombies. Ja, man kann ja nur ein Auto safen, deswegen. Ja. Auto ist voll, ne? Muss aufpassen. Ja, aber Waffen passen da rein. Ja, das stimmt. So. Boah, bitter, wenn du hier alles verlierst. Wir müssen unbedingt das Auto irgendwo safen. Weil du musst halt überlegen.
Hier auf dem Server, man kann auch keine Zelte platzieren. Das bedeutet, die Leute werden alles in den Autos safen. Am besten wäre natürlich, wenn wir ein Boot hätten. Das wäre Optimus Prime Jake. Weil dann könnten wir das irgendwo außerhalb platzieren. Das würde keiner finden. Ja, aber da kommt man doch auch voll schwer nur hin. Ja, das stimmt schon. Ja, das würde keine Inseln. Aber Boote kannst du auch unter Stegen und so, also unter Bootsstegen platzieren, wo es keiner sieht, weißt du? Ja. Wäre das Auto sogar recht schnell unterwegs. Ja, Hammerfett war eine gute Idee, hier hinzugehen. Ja, Mann. Eine Nase dafür, ey. Das Gefühl, gewonnen zu haben, ey, ich liebe es. Adrenalin pur, ey. Boah, ich will nicht wissen, wie mad die jetzt sind. Ja, Mann. Sowas zu verlieren ist echt bitter. Weil die haben wohl nicht damit gerechnet, dass wir wissen, dass sie zu zweit sind, weil der eine hat die Leiche von dem beobachtet durch den einen Türbogen. Und ich bin halt von der Seite, hab den dann halt abgeschossen. Jo Leute, wir hoffen, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst doch bitte einen Daumen nach oben da oder einen Kommentar. Hier oben habt ihr jetzt die vorletzte DayZ-Folge, das ist Daisy Vanilla. Und unten habt ihr die letzte DayZ-Folge, und zwar mit dem Captain Skooma, eine sehr actiongeladene Folge. Viel Spaß, schönes Wochenende euch.